Hallo und herzlich willkommen in Actionmobil. Hier ein relativ preiswertes Actionmobil für Leute, die nicht 7 Meter Aufbaulänge brauchen, sondern 5,20 Meter. Das ist ein Atacama 5200. Zeichnet sich dadurch aus, dass wir prinzipiell den sehr beliebten Atacama-Grundriss haben, aber in Kombination mit einem Hubbett statt einem festen Bett hinter der Sitzgruppe. Ja, Stefan, stell ich mal kurz vor. Stefan Wirz, Geschäftsführer von Actionmobil in Saalfelden in Österreich. Atacama 5200 HB und die Besonderheit hier, du hast eigentlich einen Platz wie auf dem 7 Meter, denn das werden wir gleich mal sehen. Das Hubbett macht so viel Raum, dass man sich eigentlich nur entscheiden muss, will ich ein Hubbett oder nicht. Ja. Es ist ein anderes Konzept, aber Platz habe ich hier satt. Platz hat man hier schon satt. Man kann wirklich effektiv nur zu zweit schlafen, weil das Bett natürlich über der Sitzgruppe herunterfährt. Natürlich könnte man das auch noch so bauen, dass das Hubbett in halber Höhe stehen bleibt. Aber das ist ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Der Eigentümer ist 1,98 Meter groß und die Betten sind 2,20 Meter lang. Und das bei einer Aufbaulänge von nur 5,20 Meter. Ja, komm mal etwas näher zu mir. Da drüben ist nämlich die Rampe von Defender. Und das wird jetzt ein bisschen lauter. Wir sind Sonntag heute da. Heute ist der 11. Juni 2023. Abenteuer Allrad. Für dich eine ganz wichtige Messe. Denn die Kunden kommen tatsächlich aus der ganzen Welt hierher geflogen, um sich die Fahrzeuge live bei dir anzugucken. Die werden auch eingeladen, weil hier hast du viele Fahrzeuge, die du aggregieren kannst, die normal in der ganzen Welt unterwegs sind. Das ist richtig. Wir haben hier einen relativ großen Stand mit 5 Fahrzeugen. Und für den Kunden, auch der sich zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigt, ist es natürlich die hervorragende Gelegenheit, weil es doch hier sehr, sehr viele Anbieter gibt. Also alle Kollegen, die eben diese Expeditionsfahrzeuge bauen, in welchen Qualitätsstufen auch immer, sind hier vertreten. Und da kann natürlich der Interessent schon mal eine Vorauswahl treffen, bevor es dann in engere Gespräche dann reingeht. Also ich finde, bei unserem Video ist immer sehr wichtig, dass man auch rauskriegt, was sind das für Typen, die dahinter stecken. Du selber baust dein ganzes Leben lang schon Reisemobile. Eure Firma macht das schon sehr lange. Wie lange? Seit 1979. Da hat der Schwiegervater begonnen. Und ich bin seit 1987 dabei. 1987. Das hier ist ein sehr pragmatisches Modell. Die Art und Weise, auch jetzt hier die Kabine und so weiter, das ist Perfektion. Normalerweise die etwas älteren Fahrzeuge, oft Feuerwehrfahrzeuge, die verwendet werden, dort wird die Kabine eingekürzt. Das ist hier alles schon gemacht. Also das ist der perfekte Kabinengrundriss für Leute, die auch mal durch die Wüste geführt fahren wollen mit einem Guide. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wir haben ja auch ein relativ kurzes, kompaktes Modell. Wir haben nur 4 Meter Radstand, im Gegensatz zu den größeren Modellen mit 4,50 Meter Radstand. Und wenn man sich zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigt, beziehungsweise sein Neufahrzeug in Empfang nimmt, hat man dann die Möglichkeit, auch Geländeseminare zu begleiten. Da wird dann beigebracht, wie man im Sand fährt, wie man Rad wechselt, wie man Reifen wechselt, wie man mit Sandblechen, mit Bergegurten umgeht und dass man eben auch die Angst verliert, mit einem solchen Fahrzeug mal unterwegs zu sein. Ja, wir können das sehen. Hier sieht man einen Veranstalter, der mit euch zusammenarbeitet. Er hat ein Actionmobil von euch und der bietet solche Kurse an. Ganz genau. Ist die Firma Exhibition Far East oder Exhibition for Trucks. Die bieten eben diese Reisen an. Das heißt, das Ganze geführt, ich muss da nicht, gerade wenn ich am Anfang bin, ist vielleicht ganz gut, wenn ich jemanden dabei habe, der mir hilft oder ich bleibe mal stecken. Das heißt, ich kann mit meinem Reisemobil, die folgen mir quasi oder wie läuft das? Na, andersrum. Also Sie fahren vorne weg und wir machen immer einen exklusiven Actionmobil-Konvoi mit maximal 8 bis allerhöchstens 10 Fahrzeugen. Und das ist eine ganz entspannte Tour. Da steht dann der Spaß im Vordergrund und auch natürlich ein bisschen essen und trinken am Abend und tagsüber wird dann aber auch ganz relaxed und entspannt mal gelehrt, wie zum Beispiel Räder gewechselt werden, ohne dass man sich wehtut oder wie ein Reifen geflickt wird oder eben das Fahren im Sand, was man da alles falsch bzw. falsch machen kann bzw. richtig machen muss. Ja, ich fahre jetzt nach Marokko, KW 41, eine Woche lang durch die Wüste. Für mich das allererste Mal. Man glaubt es kaum, ich mache das Ganze erst seit 3 Jahren mit den Reisemobilen und ich bin jetzt fällig. Das heißt, ich hoffe, der Virus wird mich infizieren. Ja. Meine Frau hat kurz nachgedacht, aber
sie hat viele, hat dann nachgeguckt, Reisewarnung, Marokko, alles ganz schwierig und so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich fahre mal vor, das nächste Mal fährst du mit. Ja, ja, ganz genau. Nein, das ist im Prinzip komplett unkompliziert. Selbst Algerien, ein Kunde war von uns jetzt kürzlich in Algerien 5 Wochen lang. Es war eine ganz tolle Reise. Nette Leute, keine Probleme. Also da öffnet sich dann doch jetzt allmählich dann doch wieder das ein oder andere Land. Hier sieht man sehr schön, das ist ein nettes Zubehör, ein Bergegurt. Wo würde man denn bergen bei diesem Fahrzeug? Was sind denn zugelassene Bergepunkte hier? Zugelassene Bergepunkte, da sprichst du einen ganz empfindlichen Punkt an. Man sollte jetzt mal annehmen, dass ab Werk MAN diese beiden Punkte als Bergepunkte zugelassen sind. Nein, sind sie aber nicht. Tatsächlich kann ich sagen, zum Verzurren sind die. Die sind zum Verzurren, ja. Wenn du jetzt wirklich mal da was anhängen willst, dann bitte dort. Ja, denn die würden sich verbiegen, da wird es Schwierigkeiten. Das ist gedacht für die Fähre zum Verzurren, dass die festgemacht werden? Ganz genau, ganz genau. Sollten eigentlich dann gelb sein, damit es auch das ganze Fährpersonal dann auch begreift. Aber ein Fiat 500 könnte ich damit abschleppen? Den kannst du damit abschleppen, ja, ganz genau. Okay. Und man muss es auch in manchen Situationen, brauchst du einfach das V, um das Fahrzeug rauszuziehen, beziehungsweise um den Kollegen dann zu bergen, der vorgefahren ist und den im Schlamm stecken geblieben ist. Winden habt ihr gar nicht im Einsatz, sagt ihr, braucht man nicht eigentlich, oder? Ja, haben sich eigentlich in den seltensten Fällen bewährt. Also mit Bergegurten, egal ob starre Gurte oder eben auch die kinetischen Seile, die haben sich absolut bewährt. Und wenn man ganz seriös eine Winde in Betracht zieht, dann sollte das eine hydraulische Winde sein, die halt wirklich mal 20, 25 Tonnen Zugkraft hat und dann mit 50 Meter Seil. Und das ist dann meistens eine Rotzlerwinde, wo man aber dann das ganze Auto um die Winde drumherum bauen sollte. Bitte mal das Ding in die Hand nehmen und mir sagen, was es wiegt, roundabout. 6-7 Kilo, würde ich mal schätzen. Das ist ein anderer Schäkel, wie wir eben gesehen haben, oder? Genau, da geht es dann um Bruchlasten und so weiter. Wenn jetzt so ein Auto mal 7 Tonnen wiegt, dann brauchst du halt mal die dreifache Bruchlast und dann sind die eben mal für locker 20 Tonnen ausgelegt. Preis von dem? Ja, Entschuldigung. So sollte man dann auch immer mit allen Dingen, die man mitnimmt, eben auch dann rechnen. Ja, Preis von dem süßen Baby? Das süße Baby ist im Prinzip exakt so ausgestattet wie die großen auch. Ob ich jetzt in einem kompakten 3-Lithium-Batterien drin habe oder einem riesengroßen Fahrzeug 3 Batterien drin habe, spielt dann natürlich preislich keine Rolle. Und das liegt dann ungefähr bei 700.000, dieses Fahrzeug. Als echtes Actionmobil, netto ohne Steuer, und das bitte im Moment an gewerbliche Abnehmer, bitte Endkunden die Steuer draufrechnen. Und denn ihr liefert ab Österreich, da muss die Mehrwertsteuer natürlich kalkuliert werden in das Land, wo es geliefert wird. Schweiz hat wie viel? 7,8. Und grundsätzlich gilt halt bei Neufahrzeugen, die wir anbieten, wird es halt immer dort versteuert, wo es auch dann zugelassen wird, im Land, wo die entsprechend Steuern eben gelten. Die Nova wurde ja speziell für Actionmobil abgeschafft. Das ist richtig, ja. Es gibt Fahrzeuge, wir haben nicht viele Kunden in Österreich. Die meisten Fahrzeuge gehen nach Deutschland und in die Schweiz. Und wenn es dann mal einen österreichischen Kunden gibt, da gibt es eben die Möglichkeit, bei diesen Fahrzeugen in dieser Konfiguration ohne Nova durchzusetzen. Okay, jetzt könnte man ja sich auch eine GmbH in Deutschland gründen, könnte einen, so wie der Kollege das hier macht, ein Gewerbe anmelden, könnte dann dort auch, ich sag mal, der Geschäftsführer sein, könnte dann das Auto über die GmbH kaufen und dann mit deutschem Kennzeichen rumfahren. Könnte man. Könnte man, ja. Aber das ist natürlich nicht zum Empfehlen. Das sind dann so Graubereiche. Die beiden, die machen es ja wirklich professionell, dass sie wirklich permanent. Das manche, wenn sie es ja professionell machen. Ne? Ja. Und alle anderen Steuerspar- oder sonstigen Modelle. Da geben wir keine Auskunft zu. So. Nein. Das würde ich auch niemals empfehlen. Sehr schön. Also, wenn ihr ein solches Fahrzeug haben möchte, dann haben wir eine gute Nachricht. Wir haben ja viele Hersteller 3 bis 4 Jahre Lieferzeit. Bei euch grundsätzlich durch die Bank weg etwa 2 Jahre, ist schon lange, und 1,5 bis 2 Jahre, korrekt? 1,5, da muss es schon sehr, sehr schnell gehen. Das wäre dann ein sehr einfach ausgestattetes Fahrzeug, aber auch nicht in dieser aktuellen Situation. Wir liegen jetzt bei mindestens etwas über 2 Jahren, wenn nicht 30 Monate. Okay. So, dann bitte mal hier öffnen. Mal schauen. Ah, guckt da am Schlüssel. Ist nicht schlimm. Sekunde. Das ist
ist jetzt mal eine ganz normale Stauklappe. Eine ganz normale Stauklappe. Da ist auch nichts drin. Das hat er jetzt im Prinzip rundherum. Auf der anderen Seite ist dann noch die Heizung mit verbaut, eine kleine Webasto. Und da kann es auch mal feucht werden drin, hier drin. Also wenn ich jetzt eine Wasserdurchfahrt mache, zu 1000% dicht sind die nicht. Hier machst du so manche auch Sachen rein, die mal nass werden dürfen, wie hier die Getränke und so weiter. Aber grundsätzlich sind die dicht. Ja, das kann man auch mit den Alukisten machen, indem man die mit Druckluft beaufschlagt. Aber ansonsten haben wir auch die Option, dass wir solche Kisten aus GFK-Sandwich anbieten. Eben dann auch mit dieser Klappenkonstruktion, wie wir es hier sehen. So, eine große Mastervolt drin. Es gibt auch nichts anderes bei euch. Ihr könnt nichts anderes. Ihr könnt nur Mastervolt. Das macht auch Sinn. Das ist eines der besten Systeme der Welt. Ja, wenn wir die Batterien von Mastervolt verwenden, die Lithium-Batterien, dann verwenden wir alles von Mastervolt. Und wir arbeiten mit Lithium-Batterien von Mastervolt seit 2009. Und seit dieser Zeit, wenn der Kunde jetzt eben Lithium-Batterien haben möchte, was in der Regel so üblich ist heutzutage, dann haben wir immer das Mastervolt-System. Sieht man schön das Sandwich, der Aufbau. Bitte da nochmal ein, zwei Takte zur Dicke. Da haben wir einen Wandaufbau, 3 mm GFK Gewebe verstärkt außen, dann 55 mm PU50 und nochmal 3 mm GFK Sandwich Gewebe verstärkt innen. Warum ist das so fast so popoglatt wie Alu? Ja, das sind natürlich dann Schleifarbeiten und es wird gefüllert natürlich. Ah, das macht ihr? Okay. Das machen wir. Es gibt aber auch tatsächlich ab und zu den Kundenwunsch, dass man auch diese Gewebestruktur noch sehen kann. Auch das kommt vor. Das können wir dann eben auch realisieren. Da hast du weniger Streifen, weniger Dreck oder so. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil. Sag mal, kann man die Fahrzeuge auf Raptor? Hast du das schon mal gehabt? Das geht auch natürlich, ja. Es war noch nicht der Kundenwunsch, aber es geht natürlich. Es ist, also das würde ihr nicht ablehnen, wenn einer sagt, ich will das gerne in schwarz-matt. Es ist ja von der Verarbeitung her gar kein Problem. Das kann man ja theoretisch beim Bauen in der Scheune machen, weil halt der Lack komplett unempfindlich ist und Staubeinschlüsse und so weiter. Die erhöhen den Wert. Ja, so ungefähr. Na, nein, aber Raptor-Technik wäre sehr willkommen, weil es einfach wesentlich unkomplizierter ist zu verarbeiten und auch preisgünstiger ist. Und das ist natürlich hier und da, auch wenn man die Raptor-Technik hier sieht, ja, dann ist es ein Unterschied zum Fahrerhaus. Das ist manchmal gewollt, aber unsere Kunden sagen in der Regel, ja, es soll doch bitte exakt der gleiche Farbton bei Fahrerhaus und bei Aufbau sein. Ja, ihr seid einer der wirklich Top-Hersteller, die Amerikaner. Gibt es Firmen in Amerika, die auch so bauen wie ihr eigentlich? Das entzieht sich meiner Kenntnis, wenn ich es mal so formal sagen darf. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß halt, es gibt halt einen sehr bekannten Kollegen hier in Deutschland, wo man sagt, okay, gemeinsam mit ihm bauen wir vernünftige Fahrzeuge. Aber was jetzt Kollegen in Amerika machen und in welcher Hast du Anfragen aus Amerika? Ganz, ganz selten, weil es geht ja auch darum, dass man dann ein amerikanisches Fahrgestell verwenden müsste. Ja, oder ein altes. Ja, das oder ist ja eben altes. Und ja, da tun sich dann Hersteller, die vielleicht einen Container anbieten, wo man einfach sagt, man verschifft einen Container und setzt da drüben auf ein altes Fahrgestell drauf. Die tun sich natürlich dann leichter, als wenn man hier ein Komplettanbieter ist. Und wir sehen uns eben so. Okay, also hier sieht man pragmatische Technik. Ist rustikal. Rustikal, aber geht nicht kaputt, kriegst du nicht auf. Sind keine feinen Nadellager drin oder sonst irgendwas, wo halt theoretisch Probleme entstehen könnten. Darf ich das mal sehen? Das heißt, du drehst den Griff? Ja, ganz genau. So wird dann praktisch das verriegelt, entriegelt. Ist eine Dreipunkt-Verriegelung. Und es zieht sich zu dann unten? Das zieht sich dann auch noch zu. Sag mal, die Längenunterschiede, je nach Temperatur, wie werden die bei euch ausgeglichen, dass das auch dicht ist? Da hast du gar keine Probleme, weil die Längenunterschiede, die in die Richtung gehen, die sind so minimal, dass es sich gar nicht auf die Dichtung und so weiter auswirkt. So, Dichtungen sind ja innen, keine UV-Belastungen, das heißt, die halten ewig. Das auch, ja. Es sind eben auch aus einem speziellen Material, was sowieso noch länger hält als dieses übliche EPDM beispielsweise.
Ja, die können wirklich lackieren. Das ist also richtig schön. Wie viele Lackschichten verwendet ihr? Wahrscheinlich außen sehr viel Klarlack? Klarlack kommt grundsätzlich auch mal dazu. Nicht nur bei den Metallic-Oberflächen, wie wir es hier haben, sondern auch bei den normalen Unifarben. Da kommt immer Klarlack drauf. Es sind insgesamt 4 Schichten. 4 Schichten. Und das Ganze kann man dann wunderbar auch ausbessern. Und hier siehst du natürlich, du kannst super durchlüften. Hier sind jetzt Blackfly-Gitter drauf. Trotzdem kommt noch Luft durch. Da haben wir jetzt keine Blackfly. Da haben wir jetzt tatsächlich die standardmäßigen. Weil wenn du jetzt Blackfly hättest... Da wäre hier dicht. Da wäre hier dicht. Dann könntest du das Fenster gleich zumachen. Da brauchst du halt immer einen aktiven Ventilator, der wirklich die frische Luft reinsaugt und dann übers Dach wieder abgibt. Da würdest du mit Blackfly, ja, hättest du fast keinen Luftdurchsatz mehr. Kinder, guckt euch das mal an. Das ist jetzt so sensationell. Das heißt, ich habe eine Sitzgruppe. Wir gehen mal rein, bitte. Setz dich ruhig mal rein. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? Ich bin kein großer Mann. Ich bin 1,78 groß. 1,78 bist du groß und wir sitzen gerade in der großen Sitzgruppe. Ich mach mal gerade das Fensterchen zu. So, dann ist nämlich hier direkt Feierabend. So wie ich das jetzt gemacht habe, soll man es ja nicht machen. Aber das war jetzt mal ein bisschen falsch. War ein bisschen falsch. So. Du hast eigentlich 2 Fehler gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, du hast einmal das Moskito-Rollo hast du runterknallen lassen. Ja. Das sollte man laut Hersteller auch mit 2 Händen bedienen. Kannst du natürlich jetzt nicht. Und dann hast du das Fenster mal so richtig mit Schmackes zufallen lassen. So, das ist jetzt beschädigt. Nee, ist es nicht. Okay. Also, du musst ein bisschen was aushalten. Du hast mir immer erzählt von einem Südafrikaner, der ein bisschen rustikaler war. Der hat das 10 Jahre lang so gemacht. Der hat es 10 Jahre lang so gemacht. Der hat sich einfach überhaupt nichts aus allem draus gemacht. So, du bist aber einer, ich merke schon so richtig, wenn bei dir nicht irgendwas hundertprozentig ist, ja, dann wirst du schon unruhig. Also egal, hier auf dem Stand, die Fahrzeuge müssen perfekt präsentiert sein. Jetzt ist Sonntag, letzter Tag. Das spiegelt sich aber auch in den Autos wieder. Hast du das Gefühl, dass die Fahrzeuge, die rausgehen, wirklich deinem Qualitätsanspruch immer entsprechen? Und wie weiß das Team, wann es gut genug ist für dich? Wir haben so viel Routine drin und die wissen genau, wie was gemacht werden muss. Die machen das, die sind teilweise über 10 Jahre bei uns. Und meine Mitarbeiter wissen genau, um was es geht. So, bitte setz dich mal ganz in die Ecke da rein. Ich setze mich jetzt auch mal in die Ecke rein, denn ich habe ja einen Weitwinkel drauf. Ja. Guckt euch mal diese Sitzgruppe an. Das ist eigentlich gedacht, um in einem bayerischen Gasthaus etwa 12 Leute zu bewirten. Das könnte man hier machen. Aber das richtig Coole ist, ich deute es nur mal an, ich werde den Fuß nicht runter machen. Guck mal hier, ich liege jetzt hier in der Sitzgruppe drin, habe noch 1 Meter Platz. Und das Geniale ist, du kannst dich richtig lang machen. Kannst mal hier ein Nickerchen machen, kannst das Notebook rausholen, kannst hier richtig sitzen dran. Das ist eine Tafel. Das ist eine Tafel, ja, ganz genau. Weil der Kunde wollte Längsbetten. Wir haben ja hier ein Fahrzeug mit einem Hubbett. Ja. Das heißt, das klassische Bett hinter der Sitzgruppe oder generell am Heck entfällt. Das muss dann irgendwie kompensiert werden, weil wir haben ja unter dem Bett haben wir erstens Stauraum, zweitens Technik. Das heißt Wassertechnik, Heizungstechnik und Batterien, Wandler und so weiter. Diese Dinge müssen ja auch irgendwo anders untergebracht werden. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Längsbetten mit 2 Meter, dann kann ich den Aufbau nicht einfach 2 Meter kürzen, sondern ich muss das teilweise kompensieren. Und hier haben wir jetzt die Situation, wir haben jetzt hier eine U-Sitzgruppe mit einem Schenkelmaß von 2,20 Meter. Erstens, weil der Kunde hier ein Hubbett hat mit 2 Meter und zweitens, weil wir dann auf 2,20 Meter mal 2,35 Meter haben wir noch so viel Platz unten. Das war 3 Batterien, Klimaanlage, Frischwassertank und auch noch Stauraum für seine Campingmöbel und so weiter unterbringen können. Du, das ist einer der besten Grundrisse im Weltreisebereich, die ich je gesehen habe, weil kaum einer traut sich, die Hubbetten zu bauen. Ich weiß nicht warum, egal wo ich reingucke, du hast keine Hubbetten. Ist das so kompliziert, oder? Weil das ist ja letztendlich nichts anderes wie dein Hubdach. Ja, ein bisschen anders ist schon, ne? weil wir keine Elektrospindeln verwenden, sondern es geht halt über Bänder und so weiter. Ja. Aber es kommt jetzt nicht aus dem Campingbereich jetzt angeboten, diese Komponenten, sondern hier sind halt klassische Industriemotoren auch wieder verbaut und eben
Also nichts Lippert oder so, nee, hier ist Eigenkonstruktion, Industriemotoren. Ja, ganz genau, mit Gleitschienen und so weiter, dass es eben auch vernünftig geführt wird. Und ich fahre das dann runter, ich fahre den elektrischen Tisch, fahre ich dann runter auf das Polsterniveau. Ich kann dann eben das Bett auf das Polsterniveau fahren und dann habe ich eine Bettfläche von 2x2 Metern. Du hast es eben erwähnt, die Technik ist unter der Sitzgruppe drunter, hier in den ganz Staukästen. Genau, ganz genau, okay. Da haben wir auch noch die Tiefkühltruhe mit 150 Liter Nutzinhalt. Oh, auch noch. Ist sie? Die ist hier vorne untergebracht. Das ist natürlich genial. Das heißt, ich kann nachts gar nicht in Versuchung kommen, was aus der Tiefkühltruhe zu nehmen. Hier haben wir auch übrigens das Orange, was wir mal angesprochen haben. Ich komme. Ja, aber das Orange passt hier. Ja. Zumal du kannst es ja ändern. Wenn der Nächste was anderes will, kriegt er einen anderen Bezug. Hier haben wir jetzt die Tiefkühltruhe. Da hatten wir jetzt gestern ein Fässchen Bier drin. Und darum haben wir auch die Tiefkühltruhe dann auf plus 1 Grad eingestellt. Das geht, ja. Okay, das heißt, du kannst sie entweder kühlen oder frieren. Ja, ganz genau. Also von Umgebungstemperatur bis minus 20 Grad kann ich die einstellen. Das ist eben auch der Vorteil, weil es gibt ja auch normale oder standardmäßige Tiefkühlboxen auf dem Markt. Und da gibt es dann eben auch Modelle, wenn ich die auf die kleinste Stufe einstelle, kühlen die aber schon runter auf minus 10 Grad in der kleinsten Stufe. Das heißt, die könnte ich dann niemals als Ersatzkühlschrank oder als zweiten Kühlschrank verwenden, sondern immer nur für Sachen verwenden, die einfach frieren dürfen, einfrieren dürfen. Wie lange ist das Fahrzeug in Gebrauch hier? Das haben wir 2015 gebaut, das Fahrzeug. Toll. Also das ist jetzt für einen Kunden, der schon einen Atacama 7200 hat. Und der war jetzt für seine Tochter gebaut, weil ist auch mit einer 3,5 Tonnen Kugelkupplung versehen, das Fahrzeug, als Zugfahrzeug für einen Pferdeanhänger. Ich habe es mir schon gedacht. Magst du mir mal den Tisch runterfahren, bitte? Denn einmal... Ich probiere es. Bitte. So, und das Ganze ist elektrisch. Auch hier wieder wahrscheinlich aus dem Anlagenbau so ein Tisch. Oder ja. Beim Arzt findet man das vielleicht, um Stühle, Patienten zu heben. Zahnarzt, wo er 5000 Mal im Jahr rauf und runter gefahren wird. Ganz genau. So, nicht nur 365 Mal. Und jetzt oben, was ist zu tun? Jetzt drücke ich hier aufs Knöpfchen. Natürlich, vorher nimmt man noch die Polster weg. Das erspare ich uns jetzt einfach mal. Und dann... Achso, da kann ich es tiefer fahren. Ja, ganz genau. Die Polster kommen weg und dann fährst du das Bett praktisch hier auf dieses Niveau. Sag mal, kann ich es auch halb nutzen? Kannst du theoretisch auch halb nutzen. Ne? Das heißt, jetzt könnte ja noch einer schlafen hier. Ja, natürlich. Man wird dann, wir haben hier die Sitzgruppe immer auf den Sockel montiert, weil wir einfach da gigantisch viel Stauraum dann generieren können. Wenn man jetzt sagt, man möchte das jetzt in halber Höhe noch nutzen und da sollen auch noch zwei Personen schlafen, würde man das wieder komplett umkonstruieren müssen, dass die Sitzgruppe noch tiefer kommt. Ansonsten, ja, natürlich. Aber jetzt in meinem aktuellen... Hier, wie viel hast du hier? 45, 50 Zentimeter. Natürlich kann man sagen, okay, zwei Kinder können da ganz chillig in der Nacht untergebracht werden und die Eltern eben da, weil auch da hast du natürlich noch mehr als in jedem Alkoven. Ich bin gerade im Alkoven und das ist ungefähr meine Alkovenhöhe. Schau dir das an. Ne? Ja. Also das ist jetzt da Innenbreite 2,35. Nicht hier oben bei den Hängeschränken, aber eben im Wandbereich. Und die Betten eben... Bitte fahr's noch ein Stückchen runter, weil ein bisschen geht's ja noch. Also grad mal, ich sag dir Stopp. Du sagst Stopp. Ja, und... Stopp. So, das wäre jetzt, ohne dass ich die Polster... Das heißt, eigentlich muss ich die Polster gar nicht wegnehmen. Ich muss ja nur die Kissen wegnehmen jetzt, ja, oder? Ja, sicherlich. Aber die schmeißt man halt dann kurz auf den Tisch und dann fährt man das Bett hier runter, weil du musst ja vielleicht auch mal in der Nacht auf die Toilette. Dann habe ich es ganz bequem, oder? Dann hast du es ganz bequem, ganz genau. Oh. Und wie tief kommt das runter dann? Das heißt, bis aufs Polsterniveau? Bis auf das Polster kommt es runter. Boah, da kann ich mich einfach draufsetzen mit Poppes, oder? Ja, ganz genau. Ich brauche keine Leiter, nix. Du brauchst dann nix, genau. Du kannst auch noch hier draufsteigen und dann ins Bett. Das ist dann ganz easy. Was ist es hier für eine Konstruktion, hier das Bett? Ist es Alu? Das ist Alu, ja. Das kommt auch aus dem Anlagenbau. Das ist im Prinzip der gleiche Hersteller, der auch die Tischfüße liefert. Mhm. Das ist... ganz normale Standard. Darf ich das mal sehen, das Bett, die Unterkonstruktion? Ja. Ist da ein Lattenrost? Oder was habt ihr? Oh ja, ein Haushaltslattenrost. Ganz genau. Aber richtig schön verarbeitet. Mhm. Gut, das heißt, ich liege hier wie zu Hause. Kopfteil verstellbar.
So die Nivellierung hier, wie könnte man das machen, wenn einer das unbedingt haben möchte? Weil das ist ja ein kompaktes Fahrzeug. Das ist Bett schräg stellst, meinst du? Ja, ich habe das mal gesehen, dass man natürlich die Gurte so ausnivellieren kann, dass das Bett gerade ist. Und ich weiß eigentlich nur, dass es mit Elektrospindeln dann möglich ist, dass du eben die Elektrospindel anders fahren kannst. Das wird in der Tat angeboten, haben wir auch mal überlegt. Aber es ist ja grundsätzlich dann so, dass du eigentlich schaust, wenn du in der Nacht mal irgendwo stehst, dass du hier schaust, dass das ganze Fahrzeug auch einigermaßen gerade steht. Weil du möchtest ja auch kochen, du möchtest vielleicht duschen und so weiter. Und wenn das Fahrzeug so schräg steht, dass man meint, das Bett nivellieren zu müssen, da glaube ich halt nicht, dass es in der Praxis so oft angewendet werden würde. Ist ein Gag, wenn man jetzt sagt, okay, du kannst das Bett jetzt so schräg stellen, wenn das Auto halt schräg steht, dann stehst du gerade. Aber man muss dann doch den praktischen Nutzen da mal hinterfragen, weil du siehst es ja auch hier, hier ist das Gelände relativ uneben, aber die Autos stehen alle gerade, weil man sich eben dann doch die Mühe macht, entweder Klötzchen unterzulegen oder wenn man ein Fahrzeug mit luftgefederter Hinterachse hat, dass man da eben auf Knopfdruck das Fahrzeug nivellieren kann und dann ist eben zum Kochen alles gerade, zum Duschen alles gerade und zum Schlafen brauchst du halt eben keine Bettnivellierung. Sehr schön. Aber wo soll das Problem liegen, dass man es macht? Sehr schön, ja. Ich fahre ja im Moment auch gerade an 4x4 ohne Hubstützen, weil ich jetzt gerade von italienischen Hersteller Auffahrkeile geholt habe, die zwar für die Last gar nicht gedacht sind, aber sie funktionieren. Habe ich auch überlegt, wenn die zusammenbrechen, dann fahre ich halt 5 cm tiefer. Ja, dann ist so. Ja, genau. So, dann mal bitte öffnen. Das ist euer wahrscheinlich selbst konstruierter Kühlschrank. Genau und so ist es. Das ist, genau auch, eine, so ist es. Auch eine Besonderheit. Ja. Denn das GFK-Sandwich-Material ist identisch wie in der Tiefkühltruhe. So und ist es. Ihr könnt skalieren, wie man will. Du kannst ihn doppelt so hoch machen. Du kannst ihn bauen, wie man möchte. Prinzipiell, ja. Die Grenzen sind dann nachher nur durch die lieferbaren Türdichtungen dann gesetzt. Beziehungsweise bei der Leistung des Kühlaggregats. Da kann ich natürlich auch spezielle Aggregate verwenden, die auch für tropische Einsätze, Tropeneinsatz heißt 32 Grad plus oder eben mehr. Da kann man eben dann skalieren. Oder aber irgendwann sagt man, okay, wenn so viel Kühlvolumen gewünscht ist, macht man eben 2 Kühlschränke. Hier habe ich jetzt 175 Liter Inhalt. So, dann Haushaltssachen. Das Dach ist voller Solar? Das Dach ist voller Solar, das ist richtig. Was hat man da so, 2 kW? Es kommt immer darauf an, wie lang der Aufbau ist, logischerweise. Und wenn ich dann eben noch bedenke, dass ich große Dachluken habe, Dachlüfter, eben auch im Badezimmer noch einen Lüfter, dann bleiben circa noch bei großen Fahrzeugen 1,7, 1,8 kW übrig. Das ist dann das absolute Maximum. Ich kann das ganze Dach natürlich belegen, aber ernsthaft? Ich möchte auch mal aufs Dach. Du bist in Afrika 1,8, die kannst du gar nicht verbrauchen. Nein, und ganz ernsthaft, wenn du halt ein Master-Volt-System hast mit einer Zusatzlichtmaschine, dann kannst du in 5 Minuten mehr Energie reinladen, als wenn du da oben 200 Watt Solar mehr drauf packst. Ach so, es gibt auch 230 Volt Lichtmaschinen? Oder? Die gibt es auch, aber wir haben hier eine 24 oder 28 Volt Lichtmaschine mit 150 Ampere. Und die schaufelt ganz gewaltig. Und wenn du das halt noch mit Boostern kombinierst, die wir als aus Redundanzgründen einsetzen, dann hast du locker 210 bis 240 Amperestunden. Und dann kannst du in einer halben Stunde ungefähr deinen Tagesverbrauch wieder auffüllen in die Batterien. So, bitte mal ganz kurz schließen, dass du mir einmal zeigst, wie es richtig geht. Ja, so. Das machst du laut Hersteller, machst du das so, dass du das in die Hand nimmst. Und dann kannst du es ganz sanft hier runterfahren. KCT heißt es. Das ist, die Fenster machen wir selber und die Rollos kommen von KCT. Okay. Die kann man erstens nicht selber bauen und zweitens nehmen wir da das Beste, was der Markt zu bieten hat. Und das ist in meinen Augen KCT. Sehr schön. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der es kopiert. Mein Gott, kann ja sein, aber... Gibt es, hat er mir auch erzählt. Aber ich habe ihm dann gesagt, ja, das ist das Beste, die beste Huldigung ist die Kopie. Und das Original ist halt mal KCT. Ja, so ist wir kaufen halt beim Original. Du wirst ja auch kopiert, nehme ich an. Also deine Grundrisse, oder? Ja, ich denke schon. Da gibt es halt uns und einen anderen Kollegen, der halt dann doch gerne kopiert wird. Und es gibt so viele Kollegen, die ihre eigenen Konzepte haben. Und da sage ich einfach nur Hut ab. Aber wenn du da nicht unterscheiden kannst, kommt es jetzt vom Kollegen aus Süddeutschland oder kommt jetzt ist es jetzt die Kopie, dann wird es schon in meinen Augen ein bisschen peinlich. Ja, also es freut mich sehr, dass wir drehen dürfen. Last but not least, 2 Minuten haben wir noch.
ganz kurz bitte mal öffnen. Das ist ein sehr pragmatisches Bad. Ist es so ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben? Ganz genau. Das ist das Bad, was wir gemeinsam mit einem Kunden von uns für den Atacama entworfen haben. Und Dusche, WC getrennt, also auf der linken Seite Waschbecken und WC, auf der rechten Seite die bequeme Dusche und in der Mitte zentral ein großer Durchgang zum Fahrerhaus. So, ich habe übrigens ein Umbaukit gesehen in Stuttgart, Tedford zur Trenntoilette in 15 Minuten. Okay. Gibt es ein Kit, ja. Kannst du umbauen und kann ich dir mal einen Link geben, wenn jemand sowas haben möchte. Mach das gerne. Der hat einen Bausatz gemacht, kannst du sogar wieder zurückrüsten auf Trenntoilette, auf die Kassettentoilette. Ja, wir sind da relativ offen. Wir verbauen alles außer Vakuumtoiletten und Zahaka-Toiletten. Und die Resonanz, also ich habe heute die letzten Tage gehört, Trenntoilette kommt für uns nicht in Frage, bitte was Normales. Habe ich dann nicht weiter hinterfragt, weil dafür reicht die Zeit nicht beim Gespräch auf der Messe. Aber was ist schon normal, alles normal, was der Kunde will. Also der Dusche ist auch richtig groß und wir werden euch das Fahrerhaus ersparen, denn das ist jetzt mal ein Teakholz-Grating. Das darf drin bleiben. Kommt aus Hamburg, wird halt eben auch auf Segelbooten verwendet und ist jetzt mal kein Granitboden. Das darf drin bleiben, gell? Das darf drin bleiben, ja. Okay, so. Das ist ja mal eine schöne Dusche. Darfst du mal reingehen? Einmal ganz kurz reintreten. Ja. Ich will nur mal die Höhe zeigen, denn der Benutzer ist 1,98 Meter, gell? Ganz genau, ja. Es ergibt sich natürlich auch hier automatisch, weil ich durch das Hubbett, was natürlich auch eine Paketkonstruktion hat von ca. 25 bis 30 cm und ich halt unter dem Hubbett praktisch noch gemütlich sitzen möchte, ergibt sich natürlich dann bei diesem Fahrzeug eine etwas... Die Stufe ist es, gell? Die dann quasi, ich bin im unteren Bereich, habe ich maximale Stehhöhe und sobald ich hochgehe, sitze ich ja eh, dann ist egal. Ganz genau, aber um da halt auch ein luftiges Raumgefühl zu bekommen, ist eben der Aufbau etwas erhöht worden. Jetzt haben wir noch Koni-Stoßdämpfer dazu, weil wir einen relativ kurzen Radstand haben und ein relativ hohes Fahrzeug. Und dann wird es, je kürzer der Radstand, desto unruhiger wird das Fahrverhalten. Ganz genau. Was ziemlich genial ist, ist diese Spezialoberfläche in der Farbe Weiß. Du weißt, was das für einen Vorteil hat, Weiß innen. Ja, du siehst halt die Moskitos. Ja, die richtige Antwort, 100%. Jetzt bin ich aber froh. Denn das ist, bitte kauft euch nur weiße Oberflächen. Ihr werdet ein einziger Moskito kann den Abend zerstören. Ja, ganz genau so ist es. Bei dunkler Bettwäsche haben wir wieder nicht nachgedacht. Tut mir leid, sorry, aber... Dann ist es wirklich so. Also die weißen Wände, weiß, jage einmal einen Moskito nachts, ja. Ja. Und du hast keine weiße Wand. Am besten hast du noch so Tapete, Camouflage, ja. So ist es. Dann hast du viel Spaß. So, wir sind durch. Vielen Dank. Bitte guckt euch alle anderen Videos an, denn das hier sind immer nur Momentaufnahmen. Die Fahrzeuge sind absolut zeitlos. Die Wertanlage letztendlich durch den Verkaufspreis und den Preissteigerungen bisher, muss man sagen, immer so gewesen, dass die Kunden fast das rausbekommen haben, teilweise sogar mehr. Ein bisschen Porsche 911-Feeling, oder? Wenn du das hast. Ja, es ist richtig. Die Zeit, gerade aktuell, spielt natürlich für die Kunden, die ihr Fahrzeug verkaufen möchten. Und die ihr Fahrzeug vor 8 bis 10 Jahren angeschafft haben. Die haben natürlich jetzt mal richtig gute Karten. Ja. So. Da oben, last but not least, abschließend Action Mobil. Mir gefällt deine Stahlummantlung von der Aufbauklimaanlage. Ja, die muss ein bisschen geschützt werden, ganz genau. Richtig cool. So, vielen, vielen Dank. Übrigens, warum eine Aufbauklimaanlage? Das ist natürlich Dometic. Ich habe eben auch den Kompressor von Dometic gesehen. Das kriegst du weltweit überall. Einer der größten Anbieter überhaupt. Also nicht wundern, wenn er sagt, oh, das kommt ja hier aus der Weißware. Nee, das wird überall verwendet. Ja. Funktioniert einfach. Und da war es auch so, ursprünglich war für das Fahrzeug keine Klimaanlage geplant. Und der Käufer, der das Fahrzeug übernommen hat, der sagt einfach, ja, bauen wir pauschal mal eine ein und es war eben alles verbaut und da hat er gesagt, ihm wäre eine Dachklimaanlage am liebsten, bevor wir großartige Umbauten noch haben. Bettbereich ist hinten, oder? Ganz genau, der Bettbereich ist hinten, er kann es mit einer Schiebetür zumachen. Kann es runterkühlen. Und dann kann er das Bett runterkühlen und dafür sind die Klimaanlagen, Stefan, wieder für gemacht. Machen wir ein bisschen Werbung für deinen Laden. Action Mobil ist an der deutschen Grenze?
Wir sind in Österreich zu Hause. Saalfelden, Zell am See, Saalbach, Hinterglemm, das sind so die bekannten Orte. Und wie weit ist das weg von der deutschen Grenze? Von der deutschen Grenze, Bad Reichenhall, 40 Kilometer. 40 Kilometer, also Salzburg ist die Ecke. Salzburger Land, ganz genau. Okay, das ist so die, das heißt, also wenn ich herkomme, ja, ich wollte ja nur mal jetzt für die Deutschen, die Österreicher kennen euch ja schon alle, aber Schweizer auch, aber wenn die Deutschen herkommen, dass man es ungefähr verorten kann, also ab Salzburg, sagen wir mal, Dreiviertelstunde, Stunde, dann bin ich da. Habt ihr die Fertigung? Von München anderthalb. Kann man die Fertigung sehen bei euch? Ja, natürlich. Also der geneigte Kunde kann auch mal gucken, oder? Selbstverständlich, ja. Das macht ja auch natürlich dann Sinn. Gerade die Kunden, die einen ersten Kontakt hier haben auf der Messe und dann das weitere mich Gespräch. Doch mal ein. Ja. Komm ich mal. Ja, komm doch gerne. Ja. Rufst du an und dann kommst du. Danke. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich danke dir vielmals. Tschüss.